So, also wir haben jetzt gerade einen Einsatz gekriegt von der Leitstelle. Es geht um einen ca. 60-jährigen Patienten, der was über plötzlich auftretende Brustschmerzen klagt. Jetzt muss ich kurz. Und auch ausstrahlen in den linken Arm. Wir sind da hier alarmiert mit dem Notarzt, dass der dann auch EKG schreiben kann und dass wir dann auch vor Ort wissen, ob da jetzt wirklich ein Herzinfarkt dahinter steckt oder nicht. Wo fahren wir denn hin? Ja, damit kommen, schauen wir mal. Okay. Sind wir gleich da. Ja, schauen wir. Würde der Notarzt dann auch nicht recht lang brauchen. Ja, ja. Schaust du dann gleich, wie wir ihn abtransportieren könnten und ich kümmere mich um den Patienten? Ja, passt halt hier. Ja, da warten wir noch auf den Neffen und dann sehen wir sehen, wie wir es machen. Ja, warten wir noch. Okay. Und dann. Was brauchst du denn für eine Handschuhe? Gib mir M. Bitte. M, passt. So schaut der Alltag eines Rettungssanitäterteams aus. Für Eva und Thomas ist es ein Arbeitstag. Für viele freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt es an dieser Stelle, sich Zeit dafür nehmen. Ich schaue halt, dass ich so im Schnitt alle zwei Wochen einen Dienst mache, wenn es besser läuft, auch einen. Es ist natürlich während der Prüfungsphase auch so, dass manchmal nicht geht. Also es gibt auch Zeiten im Jahr, speziell am Ende vom Semester, dass man einfach immer wirklich ein, zwei Monate keinen Dienst macht. Aber in den Ferien ist dann natürlich umso mehr. Da macht man einmal zwei, drei Dienste in der Woche. Und mich motiviert eigentlich generell die Arbeit mit den Leuten. Man erfährt extrem viel Dankbarkeit und das kriegt man eigentlich so im normalen Leben. Also was heißt im normalen Leben, aber die Dankbarkeit wie im Rettungsdienst, speziell für ältere Leute, die alleine sind, das erfährt man einfach auf die Art und Weise nur im Rettungsdienst. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Die Arbeit ist ja extrem schöne. Die Zusammenarbeit funktioniert voll gut, auch mit den Beruflichen, mit dem Notarztteam. Es ist alles auf einer Ebene. Und es macht einfach die Summe der Momente aus. Natürlich, dass wir freiwillige Dienste machen, vor allem am Roten Kreuz, erfordert viel Organisation, weil wir das natürlich auch mit den anderen Freizeitaktivitäten, mit dem Studium oder mit anderen Verpflichtungen natürlich unter einem Hut bringen muss. Dienste schaue ich einfach, dass ich so viel mache, wie es geht, weil es natürlich auch mir große Freude bereitet, wenn ich einen Dienst machen kann. Da heißt es halt dann oft einmal, okay, ich kann da nicht fortgehen oder ich sage einmal eine andere Freizeitaktivität da, ich sage einmal ein Treffen mit Freunden ab. Und natürlich muss ich das auch mit dem Lernen gut koordinieren, dass ich einfach genug Zeit für Studium habe und auch genug Zeit für eben mein Hobby und Rettungsdienst. Und so schaue ich das, dass ich das gut hinkriege. Der Rettungsdienst erfolgt in zwei Schichten. Der Tagdienst beginnt frühmorgens. Nach einem kurzen Briefing steht der Autocheck an. Viele freiwillige Sanitäterinnen und Sanitäter absolvieren Nacht- und Wochenenddienste. Eva und Thomas bestätigen uns, es ist es wert. Ob freiwillig oder wie die beiden hauptberuflich beim Roten Kreuz tätig zu sein, ist eine Aufgabe, die sich bezahlt macht, nicht nur durch Geld. Ja, sicher muss man auf gewisse Sachen verzichten, aber auf die verzichtet man ja eh gern, wenn man ja weiß, warum man das macht. Und weil es einfach einen sinnvollen Nutzen hat für die Allgemeinheit. Ja, mein Sohn ist 8 Jahre alt. Es ist schon so, wenn ich in den Dienst gehe, habe ich familiäre Unterstützung. Also da hilft mir meine Mama und auch sein Papa sind da. Es ist aber auch von den Kollegen her, wenn es einmal hapert oder so, wenn ich jetzt ihren Dienstwechsel brauche, springt mir immer wer ein oder wir können einen Dienst tauschen. Das ist überhaupt kein Problem nicht. Da ist echt ein super Zusammenhalt. Man merkt schon, dass man, wenn man mit dem Rettungsauto fährt, dass man von der Bevölkerung durch die Anerkennung bzw. auch oft vorgelassen wird oder in eine Parklücke rein oder außergelassen wird, das Haus einfahrten. Also da ist der Respekt zum Roten Kreuz bzw. zu den Einsatzkräften sehr groß. Es dauert nicht lange, bis der erste Einsatz kommt. Eva und Thomas sind ein eingespieltes Team. Sie verstehen sich blind. Wir fahren jetzt nach Dümmelkamm ins Altersheim. Das kommt schon relativ oft vor. Da haben wir viele Krankentransporte. Da führen wir die Leute halt, also wir holen es daheim ab und führen halt die Leute dann ins Spital oder zum Hausarzt, was für Nachuntersuchungen das halt haben. Oder wenn es akut ist, dann holen wir es natürlich auch ab und bringen es dann auch ins Krankenhaus. Ja, gehen wir einfach rein, schauen wir mal, in welchem Stück geht es denn im zweiten. Mhm. Ja, wir messen. Ich hoffe, dass sie die Papiere schon benannt haben und dann sitzend gehen wir näher umsetzen. Ja. Und dann werden wir einfach ein Spital führen. Genau. Recht viel ist da ja nicht dabei. Ja.
So machen wir es. Für eine ausgiebige Pause reicht es meistens nicht. Zwischen Notfällen und geplanten Ausfahrten, wie vom Altenheim ins Krankenhaus, muss man schon mal spontan ein Päuschen einlegen. Ja, natürlich holen wir sich ab und zu mal was zum Essen, weil der Dienst geht um 6 Uhr oder um 7 Uhr und aufsteht tut man halt auch schon zeitiger, dass man pünktlich auf der Dienststelle ist. Da kommt schon der Hunger, dass man sich einmal um 8 Uhr rein oder was von einem Geschäft ein Weckerl holen und schnell reinhauen, dass wir wieder fit weitermachen können. Jeder Tag sieht anders aus. Was aber immer gleich bleibt, ist die Tatsache, dass man den Tag verarbeiten muss. Jeder macht das auf seine Art und Weise. Ja, man lässt den ganzen Tag eigentlich doch ein bisschen Revue passieren. Man denkt über gewisse Einsätze oder Fahrten auch nach. Man reflektiert sich auch zum gewissen Teil selber. Wie hat man was gemacht? Kann man was besser machen? Kann man was verbessern? Oder hat eh alles passt? Das sind eigentlich so die Gedanken. Und auch trotzdem, wie man dann den Tag eigentlich nur ausklingen lässt. Ob das jetzt gesellschaftlich ist oder ob man gleich heimfährt oder ob man irgendwas anderes noch unternimmt. Also oft sitzen wir nach dem Dienst dann noch zusammen und reden über gewisse Sachen. Oder auch nicht, das kommt halt auch immer darauf an, was wir gehabt haben, was wir gemacht haben, weil jeder Tag ist bei uns anders. Es ist immer unterschiedlich, es sind immer andere Leute. Und da kommt es halt dann darauf an, wie man am Abend mit dem umgeht. Ohne sie wäre unsere Gesellschaft ein Stück ärmer und viele Menschen würden nicht die Hilfe erfahren, die wir alle verdienen. Wenn auch Sie Interesse an der Tätigkeit im Rettungsdienst haben, melden Sie sich gerne unter 076 72 28 144 Durchwahl 0 oder an Ihrer nächsten Rotkreuz-Dienststelle. Das Rote Kreuz hat auch für Sie die passende Jacke.